Herzlich willkommen auf Ihrer Spurensuchereise als ehemaliger Leiter der AG Jüdischer Friedhof. Ich muss deshalb ehemaliger sagen, weil ich seit dem letzten Sommer im Ruhestand bin, offiziell. An der Gesamtschule Solingen, so hieß sie früher, tätig, jetzt Alexander Koppel Gesamtschule. In der Schule und auch im Elternhaus haben wir von dem unglaublichen Unrecht gehört, das auch den Solinger Juden zugefügt wurde. Wir wollen dafür eintreten, dass nicht nur Unverständnis und Hass, sondern Verständnis und Liebe unser Verhalten den Mitmenschen gegenüber bestimmen. Wir haben im Stadtarchiv Solingen erfahren, dass sie die Tochter der Eheleute Alexander und Helene Leben sind. Ebenfalls erfuhren wir, dass ihre Verwandten aus Remscheid, Albert und Rosalie Leben, auf dem jüdischen Friedhof begraben sein müssten. Darum haben wir nachgeforscht und die vier Grabstätten auch gefunden. Wir wissen sonst gar nichts von ihnen. Deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie uns einige Mitteilungen übersenden. Aber auch für ein kleines Lebenszeichen wären wir Ihnen schon dankbar. Mit solchen oder ähnlichen Briefen begann unsere Kontaktaufnahme mit geflüchteten Solinger Juden oder deren Nachkommen in aller Welt. Es rollen einige Auszüge aus den Antwortbriefen. Ilse Schindel konnte kurz vor Kriegsausbruch nach England entkommen. Mutter und Schwester sind im KZ Auschwitz umgebracht worden. Sie schreibt aus London. Es gibt, glaube ich, keine Worte, die meine Gefühle ausdrücken können. Aber zumindest kann ich sagen, dass ich tief gerührt war und immer noch bin über den Inhalt des Briefes. Sie haben mir mit ihren Zeilen den Glauben an die Menschheit wiedergegeben. Wir haben uns am Anfang, also letztes Jahr, in Mitte letztes Jahres, haben wir uns, also wir alle uns in der Friedhofs AG angemeldet, also jüdische Friedhof. Und wir pflegen jede Woche halt den Friedhof und deshalb haben wir uns entschieden, dass jetzt hier auch bei der Spurensuche, die AG, also der Friedhof macht ja immer mit und unsere AG macht das ja auch meistens und deshalb haben wir das jetzt auch gemacht. Ursula Hirschberger, geborene Koppel, eine Urenkelin des Ehrenbürgers Gustav Koppel, emigrierte im Jahre 1934 als kleines Mädchen mit ihren Eltern in die Schweiz. Sie schreibt aus München. Seit einem Jahr weiß ich von der AG, die den jüdischen Friedhof in Solingen pflegt. Die Nachricht von dieser schönen Geste hat mich aufs Tiefste berührt und sehr gefreut. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie wunderbar es zu hören, dass gerade junge Menschen sich zu solchen Initiativen bereit finden. Hanna Wechselblatt, geborene Feist, 1935 als kleines Mädchen mit ihren Eltern und ihrem Zwillingsbruder Michael nach Schweden emigriert, schreibt aus Stockholm. Alle Zeitungsausschnitte, die über eure Tätigkeit berichten, sowie ein Foto von eurer Gruppe, habe ich dankend erhalten. Ihr leistet eine hervorragende Arbeit, die eine Bewunderung wert ist. In der kultivierten Welt sagt man, dass wer die Toten nicht ehrt, der kann auch die Lebenden nicht respektieren. Die AG und eure Lehrer haben mit eurer Zeit und müheaufwendiger Arbeit den Beweis für Kultur und Ethik völlig erbracht. Ich finde, das Fest ist halt so ein Fest der Ehre, weil man sollte es auf gar keinen Fall vernachlässigen und vergessen, dass hier der einzige, also ist ja hier die einzige Ruhestätte für die jüdischen Leute. Und es macht auch sehr viel Spaß, weil man fühlt sich dann irgendwie gut. Wenn man sowas macht und sich auch dran beteiligt. Als wir im Jahre 1936 Deutschland verlassen mussten, fiel meinen Eltern Karl und Erna Isaak und meinem kleinen damals 6-jährigen Bruder und vor allem mir, einem damals 10-jährigen Mädchen, das schon alt genug war, um zu wissen, was so ein Abschied bedeutet, die Trennung von meinen Freundinnen, der Abschied aus Deutschland, meiner Schule und meinen Schülerinnen, die eine reizende Abschiedsfeier für mich machten, sehr schwer. Die Korrespondenz geht natürlich weiter. Sie haben einige Ausschnitte gehört, 4 dicke Aktenordner sind es mittlerweile. Also meine Mutter bekommt zum Beispiel manchmal so Nachrichten von irgendwelchen Menschen, die halt ihr Artikel verlinken, die gegen Juden und halt Ausländer sind. Und das ist halt ziemlich, also ich finde das unmenschlich, weil das sowas macht man nicht. Man beurteilt jetzt Menschen nicht nach ihrem Glauben oder ihrem Aussehen und also ich finde das sehr schlimm, was da auch gemacht wird.
Ihr geht so schnell es geht weg, nach Norden, entlang der Straße nach Tripolis, nach Safada, wo Done geboren ist. Hab's Mahmoud gesagt, dass ihr kommt. Er will euch weiterhelfen. Also wir sind halt das Theaterprojekt der Mildred Schee Berufskolleg und wir haben halt das Theaterprojekt Zwischenraum und da geht es halt um Flucht, um Hass, um halt Ankommen, halt Nicht-Ankommen. Und ich denke halt, dass auch in der Thematik hier, wie nennt sie es, Brandanschlag, wo ja auch eine Tat aus Hass entstanden ist und halt, wie nennt sie es, und hier ist ja auch sozusagen, die Kinder müssen fliehen aus dem Hass der vorherrschenden Gesellschaft und so weiter. Und deswegen denke ich mal, ist das schon, ja, da verbindlich. Wir müssen jetzt gehen. Komm, Aisha, bitte. Unser Dorf noch einmal wiedersehen, so wie es jetzt ist. Verschlafen in der Mittagszeit und die Tiere, die sich in den Schatten legen und sich ausruhen. Und unsere Eltern, glaubst du, dass wir Vater und Mutter noch einmal wiedersehen? Sei! Daran darfst du jetzt nicht denken. Wir müssen gehen. Wir brauchen jetzt die Kraft für den ganzen Weg. Komm! Unsere Schule ist ja auch mit dem Brandanschlag sehr stark verbunden, dadurch, dass wir ja dieses Mahnmal vorne quasi auf unserem Schulhof stehen haben. Und dadurch wird halt auch viel an der Schule hier darüber gesprochen einfach und quasi diese Geschichte oder diese Thematik immer wieder erwähnt und halt so, dass jeder quasi davon weiß. Und dann ist es halt auch wichtig, ähnliche Themen zu behandeln und deswegen wollten wir halt hier auch gerne teilnehmen. Weiter. Wir sehen uns später noch im Saal der Musikschule anstelle von Südpark, wo wir dann alle noch zusammenkommen am Schluss. Und ja, ich wünsche Ihnen noch eine schöne, ist nicht das richtige Wort, aber eine zum Nachdenken anregende und gute Weiterreise. Dankeschön. Noch drei? Ja, wunderschön, dass Sie hier angekommen sind. Zwei Stationen liegen schon hinter Ihnen. Und jetzt sind wir hier an der Gustav-Scholl-Schule angekommen. Eigentlich sollte die Spurensuche ja fortgesetzt werden am alten Rathaus, dort, wo wir immer wieder der Opfer der Wenzelnberg-Schlucht gedenken, der Gefangenen, die dort umgebracht worden sind und hier am Rathaus ihren ersten Bestattungsort gefunden haben, bevor sie dann ihren endgültigen Gedenkort wieder unten am Wenzelnberg bekommen haben. Aufgrund der Wetterlage haben wir gesagt, wir gehen lieber in die Schule hinein, das ist ein bisschen angenehmer, weil ja auch unsere Schule ein Ort des Gedenkens, ein besonderer Ort ist, wo wir den Geschwister Scholl immer wieder gedenken und seit über 25 Jahren die Weiße Rosa AG eine tolle
Arbeit macht, um den Namen der Geschwister Scholl groß zu machen, aber auch an die Solinger Opfer zu denken und viele, viele Aktionen hier plant. Deswegen sind wir auch hier mit der Spurensuche ganz gut aufgehoben. Ja, was haben unsere Schüler vorbereitet? Wir haben überlegt, was könnte man präsentieren und haben unseren 10er Darstellen und Gestalten Kurs gefragt. Das ist ein Kurs, der ganz viel Kreativarbeit macht. Die haben in der 10 das Thema kreatives Ausdruckstanzen. Wir haben gedacht, das passt doch ganz gut zusammen. Wir gucken mal, was für Geschichten können wir eigentlich tänzerisch auf die Bühne bringen. Ich war baff erstaunt, was man mit so einfachen Mitteln so groß an Gefühlen rüberbringen kann und wie sich jetzt wirklich die Fluchtgeschichte von den Kriegserfahrungen über Einsamkeit, Abschiede bis hin zur neuen Hoffnung, zur Neugierde im Neuen steigern kann. Herzlichen Dank euch dafür, dass ihr das möglich gemacht habt, dass ihr euch da so reingegeben habt und wirklich ein Stück von euch hier auch gezeigt habt. Ich hoffe, dass das bei Ihnen angekommen ist und dass Sie die Gefühle mitnehmen können im Herzen, auch zu dem, was heute Abend noch so alles vor uns liegt. Heute ist halt der Gedenktag für den Anschlag so. Und wir haben halt hier für das Haus der Jugend Gräfrath, das Fritz-Gräbler-Haus, eine kleine dokumentarische Arbeit über Fritz Gräbe, den Anschlag, die Stolpersteine und halt das, was jetzt ist, gemacht. Fritz Gräbe ist der Schindler, so gesehen, von Solingen. Der hat halt auch Juden geholfen zu flüchten und hat die halt aufgenommen, damit sie wegkommen. Ab hier an sieht man, was das Fritz-Gräber-Haus jetzt macht zurzeit, dass das mit Jugendlichen arbeitet und dass es halt ein Haus für Jugendliche ist jetzt und ja. Ja, was man gegen Rassismus tun könnte. Ja, die Menschen müssen einfach halt mehr zusammenhalten, ne? Anstatt halt nach einer Hautfarbe zu gehen oder nach Herkunft.
Bei der Gelegenheit, also überhaupt ein großer Dank an die Stadtwerke Solingen, die das möglich gemacht haben, diese Bustour, an die verschiedenen Sponsoren, unterstützenden Initiativen, ob das die Jugendförderung ist, das Haus der Jugendhelfer, der Fonds Soziokultur, ich vergesse jetzt bestimmt einige, das sind die Schulen, die mitmachen, also die Alexander-Koppel-Schule, die Mirren-Schild-Schule, die Geschwister-Scholl-Schule, dann die Bewegungstheatergruppe Young Motion vom Merstadter Turnverein, dann die tollen jetzt Künstler, die gleich auftreten, nämlich das Odessa-Projekt, die Tanzschule Angel Blasco und die Musiker von Ensemble Tarab, beziehungsweise vom Musiktheater Wie Perform. Das alles werden wir noch sehen. Der erste Programmpunkt ist gleich das Odessa-Projekt. Das Odessa-Projekt. Die darf ich eigentlich jetzt schon mal auf die Bühne bitten, damit es dann auch schnell losgeht. Ja, okay. Ja, für uns ist es schön, dass wir mit unserer Musik dazu beitragen können, auch etwas aus, also wir machen ja Musik aus Osteuropa, Klezmer-Musik, das ist jüdische Musik und auch andere osteuropäische Musik, Gypsy-Musik, Balkan-Musik und ja, dass man darüber was transportieren kann, auch von Kulturen, die man sonst gar nicht mehr kennen würde.
So, ich möchte die beiden anwesenden Mitglieder des Ensemble Tarab auf die Bühne bitten. Und bei der Gelegenheit aber auch nicht versäumen, den Technikern vom Stadttheater ganz herzlich zu danken, die diese Lichtanlage und diesen fantastischen Sound hier mitgebracht haben. Ein großer Applaus bitte. Als letzten Programmpunkt für heute Abend freue ich mich sehr, die Abschiedsszene aus dem Stück Ich brauche nicht viel des Riesenensembles We Perform anzukündigen, das vor bald anderthalb Jahren Premiere hatte, und wir haben es wieder aufgenommen, hier für euch die Abschiedsszene. Ezzedinim dildaru dilberine çen sana digerim tenabin gavaytu vanca binleştinere ezzedinim cavite Hey, God,
Also, wer jetzt also direkt weg muss, steigt bitte in den ersten Bus. Die anderen haben noch 10 Minuten Zeit, sich die Ausstellung anzugucken. Und dann machen wir hier dicht. Ich wünsche allen noch einen guten Nachhauseweg und vielen Dank, dass ihr da seid.